die Belastung, wofür die Steuern ausgegeben werden, wenn sie eben für Rüstung und Militär ausgegeben werden, ist für uns so groß, dass wir das nicht mittragen möchten und deswegen eine gesetzliche Regelung möchten, die sicherstellt, dass unsere Steuer ausschließlich für zivile Zwecke, dem Leben dienliche Zwecke verwendet werden. Und jetzt die Leute, die sich im Netzwerk zusammengeschlossen haben, haben natürlich geschaut, wo das geht. Und da gibt es in unserem Grundgesetz den Artikel 4, dass niemand gegen sein Gewissen gezwungen werden kann, zum Militärdienst mit der Waffe gezwungen werden kann. Und wir sagen, nicht nur das Handanlegen an die Waffe selber ist Militärdienst, sondern auch wenn ich dafür bezahle, wenn ich das dadurch ermögliche, dann ist das ja auch Militärdienst und den leisten wir ein Leben lang. Und auch nicht nur, wenn wir jetzt Lohn- oder Einkommensteuer bezahlen, also auch jeder Säugling ist daran beteiligt, wenn Windeln gekauft werden, jeder Rentner, der keine Steuern mehr bezahlt, aber ja immer noch irgendwas konsumiert, was ja notwendig ist, um leben zu können. Also wir sind indirekt mit immer an der Finanzierung von Militär beteiligt. Aber das ist natürlich so eine lange Geschichte, dass ich denke, das ist einfach eine Entwicklung der Zivilgesellschaft, bis wir mal so weit sind zu sagen, ich als Individuum nehme mir raus, also für mich ist es ein Privileg, wenn ich sagen kann, ich werde gefragt, wofür ich meine Steuern ausgeben möchte. Und da haben wir natürlich auch mit vielen Juristen gesprochen. Und weil die Bundestagsabgeordneten sagen dann, ja, ist das überhaupt möglich? Der Bundestag ist ja zuständig für Gesetze. Die einzelnen Abgeordneten haben sich noch nicht so tief mit der Materie beschäftigt, wie wir jetzt vom Netzwerk Friedenssteuer, weil das einfach ein gesellschaftlicher Konsens noch ist, dass alle das mittragen. Jetzt haben wir verfassungsrechtliche und finanztechnische Gutachten erstellen lassen von Juristen. Und das finanztechnische Gutachten hat ergeben, es wäre nicht eine unermesslich teure Umstellung, wenn wir einfach auf unserer Lohnsteuerkarte, so wie wir ja auch ankreuzen, ob die Kirchensteuer für katholisch, evangelisch oder sonst in der Gruppierung zugeht oder eben keiner Gruppierung zugeht, so einfach stellen wir uns das vor, dass es eben zum Beispiel ein M gibt für Militärsteuerzahler und ein Z für Zivilsteuerzahler. Aber im Bundestag oder im Finanztopf wäre dann ein Sonderfonds für alles Militärische einzurichten. Alles Militärische heißt die Beschaffung der Waffen, die Unterhaltung des stehenden Heeres. Da gehört auch der Schuldendienst dazu. Das heißt, wenn der Etat nicht ausreicht und es müssen dafür Kredite aufgenommen werden, was also anteilmäßig das Militär ist, oder die Renten für die Soldaten, die Pensionen, die ganzen Wiedergutmachungsleistungen, das müsste alles in einen Sonderfonds. Und dieser Sonderfonds wird nur gespeist von denen, die ankreuzen, dass sie nichts dagegen haben, auch das Militär mitzuzahlen. Und würde dann nur von Lohn- und Einkommenssteuer gespeist werden, dieser Fonds. Weil nur dann ist es ja möglich, eine spezielle Verwendung festzulegen. Und diese Schritte sind wir schon alle gegangen, also dass das sehr gut mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, also mit unserer Verfassung, und dass es finanztechnisch durchzuführen wäre. Und wir haben den Entwurf eines Zivilsteuergesetzes Juristen in Auftrag gegeben. Also wenn der Bundestag, die Summe aller Abgeordneten, wenn die sich entscheiden, Leuten wie mir jetzt zum Beispiel, die ein Gewissensproblem haben, Militär mitzufinanzieren, wenn die sich, also diese Entscheidung gangbar zu machen. Und das wäre eben ein Zivilsteuergesetz und die Umstellung, dass das eben in der Lohn- oder beziehungsweise Einkommensteuererklärung zum Ausdruck gebracht werden kann.
Viele Abgeordneten sagen, es gibt eine Budgethoheit und in die kann nicht eingegriffen werden. Aber wenn wir das richtig durchdenken, dann gibt es letztendlich keine Verantwortung. Weil wenn wir vor Gericht gehen, dann sagen uns die Richter, ja, da brauche ich mir als Individuum ja gar keine Sorgen zu machen. Die Bundestagsabgeordneten nehmen mir diese Entscheidung ab. Die entscheiden, wie hoch der Militärhaushalt ist, wie viel der Mittel da von den Steuern da reinfließen. Die Abgeordneten tragen aber keine Verantwortung im Sinne der wirklichen Verantwortungskette. Wenn man jetzt an den Ersten Weltkrieg denkt, Deutschland hat den Krieg verloren, ist im Versailler Vertrag zur Wiedergutmachung verpflichtet worden. Dieser Verpflichtung sind nicht die Abgeordneten nachgekommen. Diese Verpflichtung hatte das deutsche Volk zu erfüllen, also wir alle. Und deswegen ist die Verantwortungskette, die uns bei den Prozessen gesagt hat, ja, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, das macht ja der Bundestag, das geht nicht auf. Das heißt, die Verantwortung hängt irgendwo in der Luft. Wir haben als Individuen die Verantwortung, was mit unserem Geld gemacht wird. Wer zahlt, schafft an. Also wenn dafür Waffen gekauft werden, wenn dafür getötet wird, dann sind wir als Individuen auch verantwortlich. Und deswegen sind wir bis jetzt, viele von uns, diesen Weg der Klagen gegangen. Das heißt, es geht, also wenn ich einen Steuerbescheid bekomme, dann wird dagegen Widerspruch eingelegt. Der erste Brief geht dann ans Finanzamt. Es wird beantragt, dass der Anteil der Steuer für Militär ist, und das kann man rausrechnen, wenn man ausrechnet, was alles über die Bundessteuern eingenommen wird. Da gehört die Mehrwertsteuer dazu, da gehört nicht die Gewerbesteuer dazu. Es gibt ja Kommunalsteuern, es gibt Bundessteuern, es gibt Landessteuern, und das haben Leute von uns alles ausgerechnet. Also es sind circa 10% der Steuern, die im Bundeshaushalt überhaupt verteilt werden, gehen in die Rüstung und Militär. Und deswegen haben Leute von uns Anträge ans Finanzamt gestellt, die 10% ihrer Steuer entweder auf ein Sperrkonto zu stellen, so lang, bis so eine Regelung, wie wir sie uns vorstellen, möglich ist, oder dem Steuerzahlenden zurückzubehalten, der die dann zum Beispiel, manche von uns, also die Steuer verweigern. Das geht natürlich auf Dauer nicht, weil dann kommt der Gerichtsvollzieher. Die zahlen dann für einen Anteil, wo sie sagen, so und so viel meiner Steuer zahle ich für die Mutter- und Kindstiftung zum Beispiel. Also irgendwas, was die sich aussuchen, oder für Amnesty International, behalten das ein. Das geht ja nur bei Selbstständigen. Und dann kommt aber, also letzten Endes müssen sie die Steuer doch bezahlen. Der Aufwand ist höher, sie müssen auch noch Säumnisgebühren, also die ganze Verwaltungskette, die da hinterherhängt, ist ja sehr teuer. Und es ist bis jetzt noch keine Regelung gefunden worden. Wir haben Lobbyarbeit gemacht mit Abgeordneten, und da haben sich aber nie viele genug gefunden, dass jetzt so eine sogenannte interfraktionelle, also über parteiübergreifend, sich eine Gruppe findet, die da zusammenarbeitet und einen Gesetzentwurf einbringt. Ich selber bin zum Netzwerk Friedenssteuer gekommen, weil ich die Erfahrung machen durfte, dass nach vielen Prozessen vor Gericht gesellschaftliche Prozesse in Gang kommen. Wenn wir politisch und im Bundestag nichts erreichen, dass wir dann den Weg über die Gerichte gehen. Und es sind über 60 Prozesse gelaufen. Und wir merken, bei den Finanzämtern tut sich auch was. Immer wenn unsere Anträge kommen, die Steuer zu stunden oder die Steuer auf ein Sperrkonto einzubezahlen, dann müssen ja die Finanzbeamten erstmal reagieren.
Und wenn diese Schritte alle gegangen sind mit dem Finanzamt und es führt zu nichts, dann kann auch Klage erhoben werden. Und diesen Klagen wird manchmal stattgegeben und manchmal nicht. Es gab schon einige Prozesse und das ist der Weg, den wir im Moment weitergehen.